Einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch und heute mal so ein kleines Video, was in nächster Zeit kommt und nochmal kurz was zu den Kommentaren aus dem letzten Video. Da gab es eine kleine Diskussion, da werde ich aber auch nochmal Videos drum machen. Am Montag starte ich eine richtige Hardcore-Diät quasi, denn ich mache jetzt einen Ernährungsplan gerade für eine Sportlerin, die jetzt nochmal abnehmen möchte, die auch selber mal auf einer Bühne gestanden hat, NAC glaube ich. Sie kann, wenn sie möchte, natürlich gerne selber unter diesem Video kommentieren. Ich kenne mich mit den Verbänden und so leider nicht so aus. Also ich erstelle quasi einen Ernährungsplan für sie, auf ihre Diät, auf ihren Körper abgestimmt, was sich natürlich in einem sehr niedrigen Kalorienbereich bewegen wird für mich. Von daher ist es für mich definitiv Hardcore und ich versuche damit quasi das maximal Mögliche nochmal rauszuholen. Ich bereite mich damit vor auf den 24-Stunden-Lauf Ende Mai. Ich habe jetzt die nächsten Wochen keine Wettkämpfe mehr großartig, nur noch vielleicht so kleine Straßenläufe, aber nichts Großartiges mehr. Und deshalb nutze ich die Zeit jetzt, um wirklich mal Sachen auch auszuprobieren und wirklich hardcore runterzugehen, auch mit dem Gewicht. Gleichzeitig möchte ich aber nicht nur Körperfett verlieren, sondern eben auch versuchen, Muskelmasse entweder zu verlieren oder umzuwandeln. Ich bin genetisch sehr gut gesegnet eigentlich, was die Muskelmasse betrifft. Also ich muss nicht mehr viel trainieren und habe dann schon sehr gute sichtbare Muskelmasse. Allerdings ist das hinderlich für die Ausdauersportarten, die ich halt mache und muss dementsprechend jetzt schauen, ob ich das schaffe, vielleicht mal im Wiederholungsbereich von 30 oder sowas zu trainieren, auch im Kraftsport. Ich werde natürlich kein Hypertrophie-Training jetzt mehr machen, dass ich da in Bereichen trainiere, die sich dann um die 30 Wiederholungen bewegen, dass ich mehr Kraftausdauer habe, mehr Ausdauer habe insgesamt in der ganzen Muskulatur und die dementsprechend auch umwandeln kann von der schnellen weißen Muskulatur in die langsame rote Muskulatur, die aber dementsprechend auch mehr Fett verstoffwechseln kann. Ich habe ziemlich dicke Oberschenkel auch, durch meinen Sprinter-Hintergrund natürlich. Und ich denke mal, mit meinen Oberschenkel könnte ich wahrscheinlich auch gut auf die Bühne gehen. Aber für Langlauf ist das natürlich überhaupt nicht geeignet. Und auch für mein Knie ist die ganze Masse, die da natürlich drüber ist, nicht so wirklich geeignet. Und deshalb werde ich versuchen, ab nächste Woche Montag dann wirklich diesen Diätplan auch mitzuziehen. Erstmal bin ich da motiviert. Sie ist dann auch motiviert, weil ich das natürlich auch in Videoform dann einfach mitmache. Und wir schauen mal, was sich daraus dann ergibt. Ich habe dann auch überhaupt gar keine Angst davor, Muskelmasse zu verlieren. Das ist der nächste Versuch, den ich dann mache. Und zwar versuchen, wie viel Protein oder wie weit kann ich runtergehen mit dem Protein. Wenn ich bei, sage ich mal, 60 Gramm Protein bin, dann entspricht das ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht von meinem Zielgewicht dann. Und ich möchte versuchen, nicht drüber zu gehen, sondern versuchen, mich dann in so einem Rahmen zu bewegen und dann mal schauen, wie sich das entwickelt mit der Muskulatur. Gerade natürlich auch in Bezug auf die langen Läufe, die ich mache, wenn ich jetzt Halbmarathon mache oder noch längere Strecken mache, inwieweit sich das dann ausgleichen lässt, sozusagen, was für Nahrungsmittel ich dann nehme, wie weit ich wirklich runtergehen kann, ohne dass irgendwie nennenswerte Unterschiede bestehen. Ob das dann wirklich alles nötig ist mit den ganzen Eiweißpulvern und so weiter, ihr werdet dann dabei sein. Ich werde das ungefähr einen Monat machen, bis ungefähr zwei, drei Wochen vor meinem 24-Stunden-Lauf, wo ich dann aber wieder ein bisschen erhöhen werde, natürlich das Fett und das Eiweiß, um dementsprechend dann auch wieder den Körper dann zu laden, in Anführungsstrichen. Das werde ich dann aber mal gucken. So, und werde dann auch gleichzeitig gucken, jetzt in der Trainingsphase, wenn ich abnehme, inwieweit man dass die ganzen Nährstoffe quasi auch Mikronährstoffe eben durch die natürliche Ernährung decken kann. Das ist ein Video, was ich wahrscheinlich Freitag oder Samstag online stellen werde, wenn ich beim Strongman Run in Wacken bin, wo ich das Thema Nahrungsergänzungsmittel und ob es vielleicht für Profis sinnvoll ist, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen oder wie auch immer. Da kam die Diskussion nämlich unter dem letzten Video, weil ich gesagt habe, dass man das nicht braucht, dass man das durch natürliche Nahrungsmittel machen kann. Und dann kam auch so in die Richtung, ich weiß, dass es nicht so gemeint ist, auch nicht negativ gemeint war, aber ich meine nur so, dass man sagt, siehst du, mit deiner Arthrose hätte es vielleicht mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln oder so weiter nicht so weit kommen müssen oder bestimmte Ernährung. Das ist natürlich
grundsätzlich in meinem Fall Quatsch, weil ich genau weiß, dass die Probleme mit dem Knie dadurch gekommen sind, dass ich schon seit Kind auf eben leichte X-Beine hatte und nie darauf geachtet habe, aufs Laufband zu gehen, mal eine Kontrolle zu machen, die richtigen Schuhe zu kaufen und dementsprechend immer die mechanische Belastung auf dem Knie war und dass das nichts mit Ernährung zu tun haben kann im Endeffekt und dass egal was du dir reingepfeift, also aber egal was du dir zu dir genommen hättest quasi an Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, die mechanische Last wäre immer da gewesen und irgendwann ist das halt so, dass das Knie dann mal demoliert ist und ich glaube, hoffentlich ist das noch nicht so weit bei mir, dass es wirklich dauerhafte Probleme verursacht und dass ich da noch ein bisschen was gegenwirken kann. Aber ich weiß, woher es kommt. Ich habe jahrelang nichts dagegen gemacht, obwohl ich das auch schon früher wusste. Und von daher möchte ich euch einfach nur vor solchen Sachen bewahren, dass ihr wirklich schon frühzeitig einfach mal 50, 100 Euro in die Hand nehmt, wirklich eine gute Laufanalyse machen lasst, auch beim Arzt und so weiter. Euch dann dementsprechend auch gute Schuhe kauft, auch wenn sie halt ein bisschen mehr kosten. Einlagen nehmt oder was auch immer, darauf achtet auf euren Laufschritt, denn das wird euch später dann vor solchen Sachen dann bewahren, dass ihr dann Trainingspause machen müsst, weil ihr Knieprobleme habt oder sonst was. Das ist der Grund, warum ich euch das natürlich auch mitteile und da könnt ihr dann mit Nahrungsergänzungsmitteln sonst was machen. Wenn ihr eine Fehlstellung habt, dann könnt ihr da versuchen, was ihr wollt, aber ihr werdet da keinen Erfolg mit haben. Bis jetzt geht Gott sei Dank alles noch gut bei mir und es ist nicht ganz so schlimm, von daher mal schauen, wie sich das entwickelt. So viel auf jeden Fall dazu. Also ein Thema ist dann auch nochmal Nahrungsergänzungsmittel, Freitag, Samstag. Ihr könnt gerne noch ein Thema unten drunter schreiben, eine Frage, die ihr wissen wollt, was ich dann am Freitag oder Samstag vielleicht noch online stellen kann oder für Sonntag vielleicht noch, weil ich ja unterwegs bin, da kann ich das schon mal beantworten morgen auf jeden Fall und ansonsten wird man sehen, was dann kommt. Zwei coole Artikel habe ich jetzt noch gefunden, die ihr euch angucken sollt. Zum einen sehr interessant hier die billigen Schokopuddings, die man zum Beispiel kennt. Wurde jetzt geprüft von Wieso, glaube ich, genau Wieso, dass da überhaupt gar keine Schokolade drin ist. Höchstens so ganz bisschen Kakaopulver. Ansonsten ist da, hat das nichts mit Schokolade zu tun und das meiste, was da drin ist, ist eben entrahmte Milch, also einfach nur Milchwasser, viel Zucker und Pflanzenfette und natürlich Aromastoffe, also von Kakaopudding oder Schokopudding hat das Ganze nichts mehr zu tun. Verlinke ich euch auch mal drunter das Video, könnt ihr euch mal angucken. Und das sind so Kleinigkeiten, die man immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man jetzt, wenn man sich jetzt gesund ernähren möchte. Genau das gleiche wie mit, was hier jetzt rauskam, Weichmacher in Fastfood. Das sind Fastfood-Produkten wirklich bis zu 40% mehr Weichmacher enthalten sind. Über das Thema Weichmacher werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein extra Video machen, wenn ihr das haben wollt, worauf man da achten kann und so weiter. Das zeigt, diese ganzen Sachen zeigen einfach, dass gerade in diesen Fastfood-Produkten, wenn wir uns die anschauen, schlechte Pflanzenfette, dann natürlich sehr viele Kohlenhydrate, sehr viel Zucker, sehr viel, alles Mögliche, sehr viel. Sehr wenig Vitamine natürlich dann auch, weil die dann verkocht sind und solche Sachen. Dann jetzt die Sachen mit den Weichmachern. Das ist es, was ich auch in den Videos davor schon gesagt habe. Es gibt viele Faktoren, die da eben zusammenkommen in diesen Nahrungsmitteln, die man nicht auf dem Schirm hat im Endeffekt. Dass immer wieder neue Sachen kommen und dass ihr da nicht Angst haben müsst vor Fleisch und so weiter. Fleisch ist gesund, wenn es eben nicht so ein Fleisch ist. Und das vergessen viele meistens und scheren alles über einen Kamm. Und das ist immer das Blöde. So, jetzt werde ich gleich auch mal zum Friseur. Deshalb kann es sein, wenn ich nachher noch ein Video mache, dass ich ein bisschen anders aussehe. Und ansonsten läuft alles, würde ich sagen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten rein. Wenn ihr vielleicht irgendwelche anderen Videos habt, die ich mal kommentieren soll mit meiner Meinung, ganz neutral. Mit diesem Gegeneinander bin ich ja raus, aber vielleicht mal eine andere Meinung zu hören ist gar nicht mal so verkehrt. Dann könnt ihr das natürlich gerne unten reinschreiben. So viel dazu. So, und weil noch jemand gefragt hatte auf Facebook, er geht heute hat jetzt ungefähr 1-2 Wochen jetzt ketogen sich ernährt und ist heute beim Chinesen essen. So, jetzt gibt es natürlich beim Chinesen sehr viel Reis dabei und solche Sachen.
und hat dann ein bisschen Angst, dass er dann nicht mehr Ketose und so weiter, hat dann Angst, dass er sich wieder umstellen muss. Und da möchte ich dann einfach sagen, wenn ihr solche Sachen habt, versucht euch doch im Restaurant einfach möglichst ohne Kohlenhydrate zu ernähren. Versucht nicht quasi Reis mit Entenbrust zu essen, sondern Entenbrust mit Reis oder mit viel Gemüse dabei. Es gibt ja immer Alternativen, die man machen kann. Und selbst wenn ihr mal einen Tag dann ein bisschen zu viele Kohlenhydrate drin habt, dann wisst ihr das und könnt am nächsten Tag dementsprechend mehr Sport machen oder was auch immer, dass ihr schnell wieder reinkommt. Und dann habt ihr damit auch keine Probleme. Und wenn ihr das wirklich mal habt, dass ihr ins Restaurant geht oder so weiter, dann esst einfach, versucht euch nicht grundlos vollzustopfen bei All You Can Eat mit Reis, sondern versucht dann halt gesündere Alternativen zu nehmen, wie jetzt viel Gemüse zum Beispiel oder Entenbrust oder Fisch oder sonst was, was es da sonst noch gibt. Da kann man sich immer die besseren Sachen auswählen. Und selbst wenn die Süß-Sauersoße mal ein bisschen Zucker enthält, ist das in den Mengen, in denen die Soße dann da vorhanden ist, nicht so entscheidend, als wenn ihr jetzt ein Glas Cola dabei nehmen würdet mit Zucker. Das sind dann die Sachen, wo man eher dran rumschrauben kann und ja, so ist das halt. Wenn ihr dann ins Restaurant geht oder so, könnt ihr ja auch von mir aus, wenn ihr wirklich Angst davor habt oder so oder das genau machen wollt, könnt ihr natürlich auch sonst am Tag halt keine Kohlenhydrate essen. Dann lasst ihr, was weiß ich, den Joghurt mittags sein oder so und versucht da auf Null zu gehen. Dann habt ihr abends dann mehr Kohlenhydrate, wenn ihr wirklich in Ketose bleiben wollt. Ihr braucht da aber wirklich keine Angst haben und selbst wenn ihr mal einen Tag raus seid, ist das nicht wirklich schlimm. So, das wollte ich euch damit nochmal sagen und ja, ich überlege mir noch was. Und hier hinten dran seht ihr jetzt auch nochmal ein Video, wie ich zum Beispiel trainiere, wenn ich eine Gruppe habe. Das seht ihr zum Beispiel auch, was ich so arbeitstechnisch auch mal mache. So Gruppe, die, also von der Arbeit, wollen die alle zusammen starten bei einem Hindernislauf und dann haben wir so ein bisschen Training gemacht. Könnt ihr auch mal sehen, wie das dann Ganze, wie das dann so aussieht. Auch mal so mit Baumstamm schleppen, durchs Wasser laufen und solche Sachen. Wir waren so ungefähr 1,5 Stunden unterwegs, also auch eine richtig coole Sache. Das ist so die Sache, die ich dann auch noch mache nebenbei. Ich mache sehr viel breites Spektrum, weil auch mal die Frage kam, was ich überhaupt so arbeite. Also hauptsächlich Sportmanagement, sprich auch Sportevents planen und solche Sachen. Sparkassen Münsterland Giro ist das drittgrößte Radrennen hier in Deutschland, in Münster. Dann verschiedene Sportevents von Volleyball bis über Tischtennis und was weiß ich nicht, was es sonst noch alles gibt. Da bin ich mit involviert. Mache sehr viel bei den Lageplänen, Organisationen, Logistik und solche Sachen. Dann mache ich natürlich auch noch die Ernährungspläne, Trainingspläne. Solche Gruppensachen mache ich dann noch. Dann habe ich natürlich auch noch verschiedene mediengestalterische Sachen, die ich habe, Texte, die ich schreibe und solche Sachen alles. Und das kommt dann alles zusammen, wie ich dann halt mein Geld verdiene und ist eine ganz coole Sache, weil man eben auch selbstständig dann arbeiten kann, gerade bei solchen Sportevents. Da muss man natürlich dann vor Ort sein, aber im Vorfeld kann ich solche Lagepläne, solche Messegelände und so kann ich dann planen, wenn ich zu Hause bin am PC und dann kann ich mir die Arbeit auch sehr gut einteilen mit dem Sport natürlich. Ich mache das dann meistens immer so, dass ich 2 Stunden arbeite am Stück, richtig durchpower. Und dann mache ich mal 1 Stunde Pause, gehe dann laufen oder sowas und dann kann ich wieder 2 Stunden am Stück durchpowern. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Es klappt bei mir besser, als wenn ich jetzt 3-4 Stunden am Stück wirklich arbeiten müsste. Dann werde ich dann irgendwann faul. Ja, und so klappt es am besten. Jetzt wisst ihr auch mal, was ich so arbeite. So, aber ich glaube, ich beende das Video gleich schon, dann kann ich das direkt bearbeiten. Also, was kommt auf euch zu? Wochenende ein paar Fragen beantwortet, stellt eure Fragen unten rein, die werde ich dann beantworten. Dann das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ab Montag gibt es eine richtige Hardcore-Diät. Und bevor jetzt wieder einer sagt, hier, man muss ja immer, wenn man sich Low Carb ernährt oder so weiter, muss man immer wieder aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Das ist natürlich Blödsinn. Ich halte mein Gewicht eigentlich die ganze Zeit. Ich möchte nur irgendwann jetzt mal richtig tief runter, eben um mich auf die langen Strecken vorzubereiten und da ist Gewicht halt alles und außerdem möchte ich meine Muskulatur ein bisschen umwandeln oder verlieren, wie man es auch nennen möchte. Dann
könnt ihr natürlich auch dabei sein, ihr seid dabei. Ich werde mich auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wirklich gute Rezepte auch zu machen. Also ich werde das Ganze auch, entweder bei Instagram oder so weiter, werde ich das Ganze mal wirklich mit einer guten Kamera auch ein bisschen fotografieren, versuchen das Ganze ein bisschen auch so Rezepte, was ich jetzt so esse und so weiter mal abzufilmen und abzufotografieren. Nicht mit der GoPro, sondern wirklich mal ein bisschen qualitativ hochwertiger, damit ihr dann auch mal vielleicht seht, was man so alles machen kann. Und ich denke mal, das ist eine ganz coole Sache, obwohl ich eigentlich jemand bin, der eher einfach ist. Ein Beispielvideo seht ihr jetzt vielleicht gerade hier, wie ich heute Rindergulasch gemacht habe, beziehungsweise Rindersuppenfleisch. Das enthält noch ein bisschen mehr Fett als das Rindergulasch. Und von daher nehme ich das dann einfach, auch weil es günstiger ist und ich mir dann so eine kleine Suppe damit machen kann. Und ansonsten könnt ihr natürlich gerne Sachen unten reinschreiben, Versuche, die ihr vielleicht selber gemacht habt, machen wollt. Und wir sehen uns das Ganze dann an. Also das war's für heute. Hinten dran jetzt das Video, was ich so mit der Gruppe gemacht habe und die sich auch richtig verausgabt haben. Also bis morgen. Ja, wer hat den weggeschmissen? Du kannst am besten alleine fragen. Der ist viel besser, weil du ja viel größer bist. Du setzt dich heute drauf. Ne? Und richtig schnell. Und Gas hoch, Gas hoch, Gas hoch, genau. Komm schon bis oben hin, nicht nur halb so, komm. Und Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, jawohl. Gehen Sie etwas zum Dynamischer aus. Lando, komm schon rein. Wir waren genauso dynamisch. Also die Frauen sahen besser aus. Wir sahen besser aus. Das liegt aber in der Natur der Sache. Das stimmt. Komm, 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 komm! Und jetzt den Baumstamm mitnehmen. Genau, schnell hier durch, schnell hier durch. Ja, sehr gut. Komm, und schnell da hoch mit dem Baumstamm. Komm, 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 komm. Jawohl, komm. Weiter, 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 komm. Den Berg noch. Komm, 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 komm. Und wechseln und weiter. Komm, 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 komm. Jawohl, jawohl, komm, weiter, weiter, weiter. Komm, so schnell wie es geht. Komm, 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 komm. Und hoch hier, hoch hier, hoch hier. Los, los. Komm, komm, bis hier, komm. Komm, Endspurt, komm, 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 komm. Jawohl, komm.